Das werde ich nicht zulassen. Was? Du wolltest meiner Tochter dieses gefährliche Ding geben? Hm? Ich verstehe. Er wollte ihr eindeutig wehtun. Hm. Ah, ihr macht das schon wieder. Kommt schon. Keine Bange. Manchmal sind sie etwas verrückt. Manchmal vielleicht auch sehr verrückt. Entspann dich. Sie können dir jetzt nichts antun. Aber ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Also, tu einfach so, als würde sie ihre Augen trainieren. Und was mache ich mit ihm? Hä? Lasst uns einfach allein! Der perfekte Moment. Hm? Ich mag den Kerl nicht. Der sieht verdächtig aus. Psst, er kann uns hören. Oh? Oh? Endlich können wir uns entspannen. Wir bereiten uns auf die Meisterschaft im Versteckspiel vor. Er führt eindeutig was im Schilde. Ja, Party. Heute, du und ich. Hört auf, meinem Freund Angst einzujagen. Manchmal habe ich das Gefühl, adoptiert zu sein. Unsere Aufgabe ist es, ihr seine dunkle Seite zu zeigen. Wir werden ihn entlarven. Aha, erwischt, Betrüger. Gestehe, du willst leiser für sie verlassen. So, du schweigst also, ja? Wenn Piro mich danach verlässt, Gnade euch Gott! Ich liebe dich, Lisa. Also, ich habe meinen Teil beigetragen, irgendwie. Wir verschwinden. Folgt uns nicht. Es reicht. Wir werden in den Wäldern leben. Auf keinen Fall. Nur über meinen Körper. Sowas sollte ein junges Mädchen nicht tun. Stopp! Ihr ruiniert jedes Mal meine Beziehung. Halt durch! Geht's dir gut? Ja, trotz der Bemühungen meiner Eltern. Wir sind gleich unten. Verstanden. Wir lassen euch beide allein. Oh, also jetzt könnte ich die Hilfe deiner Eltern echt gut gebrauchen. Du hast dir einen guten Mann ausgesucht. Ja, wir vertrauen dir jetzt. Bye, bye. Endlich sind wir allein. So ruhig. Was? Hast du gehört, was sie gesagt hat? Sei still. Oder willst du, dass sie uns wieder erwischen? Hä? Wow! Das ist der perfekte Ort. Los geht's! Nach einem dreitägigen Trip endlich. Was zum? Oh, hey! Guck mal! Piro ist auch hier! Hi, Piro! Hey, Liza, schau mal, was für einen schönen Ort wir gefunden haben. Sie haben den gefunden? Von wegen. Das war wohl eher deren GPS. Liza, was ist los mit ihm? Er ist so männlich in der Wildnis. Autsch! Ich glaube, ich habe einen Splitter.
Na los, du und ich sind ein echtes Team. Nicht wie diese reichen Schnösel. Hm? Bereit? Wollt ihr auf einem Zuckerwürfel schlafen? Ich habe das in Paris gekauft für 20.000 Euro. Echt billig. Das brauchen wir das nächste Mal auch. Ja, gleich nachdem wir unser Hausauto und die Schuhe deiner Mutter verkauft haben. Gräbst du nach einem Schatz? Wo ist die Toilette? Da ist sie. Der Komfort von Mutter Natur. Mein Vater hat übrigens sein Klo hinterm Schloss installiert. Es kann nicht cooler sein als das von Mutter Natur. Oh ja. Ich ziehe in Pyros Zelt ein. Na gut, Sie haben es so gewollt. Wow, ein Spa, ein Kinosaal, ein Pool und das alles im Erdgeschoss. Ich fordere euch zu einem Campingduell auf. Schon wieder. Weißt du noch, wie das Duell mit dem Rasenmäher des Nachbarn endete? Die Sense ist immer noch cooler als dieses höllische Motording. Oh, offenbar ist es eine Tradition. Wir sind dabei. Ein persönlicher Trick. Ha, betrachte euch als Verlierer. So habe ich mir den Weg zum Herzen von Leisers Mutter gebahnt. Langweilig. Er hätte es damit zu 3 Michelin-Sternen gebracht. Ist das Teil des Rituals? Antike Feueranbetung? Ach, genau wie mit dem Meer. Ja, das ist schon fast Tradition. Kommen wir jetzt zum Angeln. Ich habe 5 Jahre gebraucht, um diese Fähigkeit zu erlernen. Oh ja, das hat mich noch nie im Stich gelassen. Was sagst du dazu? Ich warte einfach noch kurz. Fisch gefangen. Wow. Jacques hat mich auch noch nie im Stich gelassen. Und was machst du ohne dein Handy? Ich weiß nicht, vielleicht ein anderes nehmen. Upsi. Ist das da drüben ein Schneeglöckchen? Im Pfadfinderlehrbuch steht nichts darüber drin. Hilfe! Wenn das so weitergeht, fliegt mein Vater noch in das Land von Oz. Keine Bange, wir fangen diesen Fisch. Oh Gott, vielleicht ist Technologie doch nicht so übel. Naja, vielleicht ist ein bisschen Campinggeist auch ganz gut. Oh, welchen Knopf soll ich drücken? Es ist nicht ein Handy. Du musst es von Hand machen. Ich glaube, ich werde gefeuert. Schon gut. Wir sorgen für ein paar Bestellungen. हमने कहा नहीं। पर डैड, ये नेकलेस तो लाइजा के लिए प्रेजेंट है। मुझे बस 1000 चाहिए। हमसे कुछ मत मांगो। कंजूस। सब कुछ धुंधला क्यों है? पीरो, डैडी की मदद करो। अब मजा आने वाला है। हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ। बिल्कुल सही।
ये काम कर गया। मैं एक डायमंड का नेकलेस खरीदूंगा और शायद अपने लिए नए सॉक्स भी। ओह नहीं, अब मुझे बड़े शूज खरीदने पड़ेंगे। तुम कौन हो? माफ करना पीरो, ये इन्वेस्ट करने का समय नहीं है, अगली बार का इंतजार करो। पेरेंट्स परेशान नहीं होने चाहिए। ओह नहीं, मुझे पेरेंट्स क्यों चाहिए अगर मैं उनके पैसे नहीं ले सकता। ये मैंने क्या किया? मैंने मॉम डैड को डिलीट कर दिया, पर जरूरी तो नहीं मुझे सब पहले जैसा ही करना हो, है ना? हाँ, ब्लॉगर समझ जाएंगे कि तुम्हें प्यार की कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, क्या ये काम कर गया? चलो भी, अगर हमें लाइक्स नहीं मिले तो तुम्हें लंच नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको पता है, मैं बहुत टाइम से डाइट करने वाला था। डाइट नहीं, तुम्हें मिलेगी सुपर ट्रीट। यक, ऐसा लग रहा है इन्हें किसी ने पहले खा लिया है। चलो भी, ये बस एक चैलेंज है। ये एक ट्रैप है, आप ये कैसे कर सकते हैं? अब मुझे सबसे कूल पेरेंट्स मिलेंगे। लगता है तुम बहुत भूखे हो। मुझे लगता है मुझे पैसे चाहिए। देखो इसे, वो और मांग रहा है। ऐसी बहुत चीजें हैं जो मैं पैसों के लिए नहीं करूंगा। हाँ, क्या इन्होंने प्रोटीन पे सारे पैसे खर्च कर दिए? हाँ, मुझे पता था सुपर हीरोज अच्छे होते हैं। माफ करना बेबी, ये फिर से हमने अपने हाथों में ले लिया। मैंने नहीं सोचा था कि पेरेंट्स होना कितना लकी है। हे भगवान, प्लीज इन्हें वैसा ही रहने दो। मुझे सच बताना, क्या आप मुझे फिल्म करना, खिलाना या प्यार करना नहीं चाहते? तुम्हें लगता है तुम फिर से रैपर बन जाओगे? हाँ, जैसा था वैसा ही है। खैर, इतना ज्यादा थको मत, मुझे फिर भी तुम्हारे गाने पसंद हैं। पता है क्या, मेरे ख्याल से मुझे शॉपिंग पे जाना चाहिए। कैसा होगा अगर हम जाकर एक और ले लें? Ich muss was essen. Es ist eigentlich unmöglich. Aber bitte lass da was drin sein. Die kann man bestimmt essen, aber das habe ich nicht gemeint. Ich kann's nicht glauben. Meine erste anständige Mahlzeit diese Woche. Ja, klar. Ich hab satt, arm zu sein. Sie müssen sofort einen Erben wählen. Andernfalls wird Ihr Vermögen an die Stadt übergehen. Wir haben keine...
Wir haben eine, sie ist unsere Erbin. Ja, natürlich bin ich die Erbin. Yeah! Ich bin reich! Mann, das muss ein Traum sein! Hm? Okay, dann besichtige ich jetzt mein Grundstück. Oh, mein... Ich muss nicht mehr mit Hunden um Essen kämpfen. Oh, Spielzeug! Echtes! Nicht aus Klopapierrollen! Ich habe endlich den Himmel auf Erden gefunden. Nichts wird mich dazu bringen, diesen Ort zu verlassen. Ihr habt mich von super wichtigen Dingen weggeholt, nur um mir einen Zettel zu zeigen, den ich schon gesehen habe? Du hast noch nicht alles gesehen. Dieser Unsinn ist mir egal. Ich habe meinen goldenen Thron. Endlich habe ich den Himmel auf Erden gefunden. Hey! Du musst einen Löffel wählen. Ja, genau das meine ich. Baby, mir gefällt dein Style. Der konservative Stil ist geeigneter für eine Dame. Oh, ich habe diesen Diener satt. Ich brauche was zur Ablenkung. Eine Dame lenkt sich nur hiermit ab. Verflucht! Ich will diese Reichtümer nicht zu diesem Preis. Lisa! Papa? Mama? Ich bin hier! Lass mich in Ruhe! Ich will zurück zu meiner Familie! Er wird von nun an deine Familie sein. Der Burrito von gestern will raus. Ich muss aufs Klo. Warum reagieren die Mädels immer so auf mich? Was mache ich jetzt? Warte. Hey, willst du etwas Gold? Lisa, du bist wieder da. Lisa? Entschuldigt mein Verschwinden. Feiern wir meine Rückkehr. Und dann ziehen wir in ein besseres Haus um. Kein Grund zur Panik. Das ist nur die Pizza. Ihre Bestellung. Großartig, danke. Mein Trinkgeld. Ich habe kein Geld mehr. Er hat nur einen schweren Tag. Ich habe diesen Job so satt. Ihr steht auf Horror? Bitte sehr! Au! Euer Leben wird zum Horrorfilm! Au! Das wird ein Spaß! Für mich! Ich hab das Messer vergessen. Toll! Danke sehr. Du siehst müde aus. Ich muss aufs Klo.
Ich bin eine Mumie. Ein wunderbarer Tag. Ein Monster lebt in unserem Müll! Das kann doch nicht sein! Wir verstecken uns da! Und geschafft. Ist das dein Ernst? Was? Die Tür war zu. Das ist ein echter Zombie. Nee, das ist der Lieferjunge. Vergiss dein Trinkgeld nicht, du Zombie. Benimm dich. Party. Ich habe meine Schlüssel vergessen. Alle raus. Du fährst aufs Land. Wohin aufs Land? Du gehst zu einer anderen Familie. Ein riesiger Vogel. Oh, hat dich der Vogel gefressen? Das ist ein Hubschrauber. Wir sind Austauscheltern. Bringt meine Sachen rein. Ein ganzer Dollar? Du kommst wieder nach Hause. Wenn du gelernt hast, deinen neuen Eltern zu helfen. Benimm dich. Ravespinne. Das ist dein Bett. Vielleicht noch ein Dollar? Lassen wir sie ankommen. Was zum Stroh? Er vermisst sein Zuhause. Viel Spaß. Was ist das? Oh.
ist eine Kamera. Ouch. Cool. Ja, ja. Aufwachen! Warum so früh? An die Arbeit! Du holst die Milch! Wo schaltet man die an? Das reicht für heute. Nimm noch ein Bonbon. Was ist das? Das ist ein Bonbon. Der ist köstlich. Wie lecker! Du darfst nicht so viele essen. Hey! Bekomme ich Bonbons? Viele! Schnell! Von Süßigkeiten bekommt man Bauchschmerzen. Ich bekomme keine Bauchschmerzen. Ich muss das Klo reparieren. Ich hab euer Klo repariert. Na los, schnell, schneller. Sicher, dass du nichts davon willst? Das war's. Gute Idee. Juhu! Hallo? Hilf mir! Warte auf meinen Brief. Erledigt. Ich habe immer noch viel zu tun. Wo willst du hin? Ich habe noch was zu erledigen. Holt mich hier raus. Sie mag unsere Suppe nicht. Er hat unsere Toilette kaputt gemacht. Wo ist meine Kuh? Beeil dich! Lisa! Wo
Wollt ihr wissen, wie das passiert ist? Mhm. Alles ist sauber. Jetzt ist alles sauber. Lecker. Salat ist viel gesünder. Danke. Ich vergleiche zu meiner Mutter. Ich werde dich essen, aber später. Waschen? Aha. Bügeln? Okay. Und es keine ekligen Sachen. Aha. Was? Habe ich was vergessen? Alles wird gut. Viel Spaß. Ciao. Hm? Einfach nur ein Sandwich? Ich habe eine bessere Idee. Endlich. Los geht's. Lecker. Das war wunderbar. Oh. Oh nein. Komm schon. Hallo, wie geht's, Kumpel? Hi. Ja, Mann. Wo ist Lisa? Bei ihrer Mutter. Party-Time! Ja, Party! Hi! Was? Ja, na klar, kommt rein. Wer ist denn noch alles hier? Was ist hier los? Oh, nein, 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 nein! Meine Lieblingsvase! Wer war das? Piro, was hast du getan? Dude! Schau mal! Nein, nicht jetzt! Oh nein! Piro, ich habe den Kuchen für meine Mutter vergessen! Und? Ich bin in 10 Minuten zu Hause! Okay, ich bin gerade mit den Bügeln fertig! Oh nein, Lisa kommt zurück! Die Party ist zu Ende! Wow. Alle hier lang! Beeilt euch raus hier! Oh nein! Rein da schnell! Siehst du? Hallo, Schatz! Hi! Piro? Was ist mit dem Kuchen passiert? Ich hab... Warte! Was? Piro, hier sind Räuber! Was? Piro? Oh nein, du bleibst hier! Ich ergebe mich.
Jungs, ihr habt eine Stelle vergessen. Natürlich, Lisa. Und da auch. Hm.